Ich habe Informationen, die genau zu Ihnen führen. Und als erfahrene Journalistin kann ich den Wert meiner Quellen einschätzen. Also, was haben Sie und Broski mit diesem Streik zu schaffen? Na, wird's bald? Verdammt nochmal, hartnäckige Ziege! Jetzt kannst du was erleben, und zwar meinen erprobten Dresenknüppel. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die Reise ins All. Und beim letzten Mal, ja, haben wir endlich einen Hinweis bekommen, wo wir hin sollen. Und zwar zum Dealer-Dingens hier, zu dem Tippi hier auf jeden Fall. Und Pfandleier war es, glaube ich, ne? Und wir sollen uns nicht abwimmeln lassen, also probieren wir es doch mal. Was glotzt dir so komisch? So, du hast also mit diesem Pouski zu tun. Keine Ahnung, was du meinst, Kleiner. Wenn du nichts kaufen willst, verschwinde. Ich hab gesagt, ihr sollt euch verziehen. Spielen Sie sich nicht unnötig auf. Ich weiß, dass Sie etwas verbergen. Ach, lasst mich doch in Ruhe mit eurem Kram. Hört zum Teufel noch eins zum letzten Mal. Haut ab. Glauben Sie etwa, ich lasse mich von so einem Sträuch wie Ihnen so einfach verjagen? Ich habe Informationen, die genau zu Ihnen führen. Und als erfahrene Journalistin kann ich den Wert meiner Quellen einschätzen. Also, was haben Sie und Broski mit diesem Streik zu schaffen? Na, wird's bald? Verdammt nochmal, hartnäckige Ziege! Jetzt kannst du was erleben, und zwar meinen erprobten Dresenknüppel. Nicht zu mir weg! Kann ich da jetzt? Hinter dem Gitter steht eine Registrierkasse. Man erkennt schnell, welche Art von Waren hier besonders gefragt sind. Eine kleine Kerze. Ja, warte mal, was ist jetzt, wenn ich jetzt hier oben wieder zu der Veranstaltung gehe und er will rückwärts weg und auf einmal rennt dann der Typ da raus? Moment mal, ich glaube, darauf soll es hinauslaufen. Kampf bis aufs Blut. Wir werden den Schindern der Ausbeuterklasse, denen werden wir schon zeigen. Ja, ja. Ein ehrlicher Arbeiter hat mehr verdient, als den Dreck von den hohen Herren wegzukratzen, richtig? Recht hat er, genau. Wir haben uns schon viel zu lange viel zu viel gefallen lassen. Bravo. Verstehe. Bis jetzt. Zu Broski kann nicht einfach jeder. Naja, ist okay. Und wenn ich jetzt reingehe und sag, Entschuldigung, der ist einfach abgehauen. Endlich, wir haben eine Wohnung gefunden. Moment mal. Oder ist jetzt diese Tür hier offen? Ja. Die ganze Truhe enthält nur einen einzigen Brief. Lieber Pfandleier oder Pfandleier, wie auch immer. Ich schreibe nicht oft, deswegen kann ich auch nicht schreiben, wie ihr seht. Aber wenn, dann ist es wichtig. Gib mir Kredit, ich brauche 5000 Dollar. Ich zahle ihn auf übliche Weise ab. Mit einem Streik. Dadurch haben die Fabriken ja immer wirtschaftliche Probleme. Sie entlassen Leute und deine Pfandleihe blüht. Und zu keinem ein Wort, Broski. Darum ging es also in diesem Schurkenstück. Die Reise ins All wird durch schnödes Gewinnstreben gebremst. Dieser Broski kann sich schon einmal warm anziehen. Jetzt komme ich. Lestrade, ich brauche keinen Lestrade. Wir nehmen das in die eigenen Hände. Genug, oh. Moment. Ein Sack Kohle. Kohle. Zurzeit benötige ich kein Fass. Du findest Wundsalbe und Badekur und Riechwasser und Balsamöl. Aber hier nix. Das hätte mich ebenfalls gewundert, wenn wir hier etwas übersehen hätten. Ach, so spät ist es schon.
Die Kisten enthalten jedwede Art von Tand und Trödel, aber nichts, was dich interessiert. Vielleicht sollte mal der Trödeltrupp vorbeischauen. Du findest übrigens einen Zylinder und einen Anzug und einen Lederkittel. Sehr schön. Der Schrank ist aller Dinge, die beraubt, die von euch von Wert waren. Für euch von Wert waren. Okay, alles klar. Alles klar. Ich gucke trotzdem immer beide Seiten an, falls jemals irgendwie ein RPG Maker Spielersteller auf die Idee kommt, hey, im echten Leben kannst du auch nicht einfach hier auf die andere Seite greifen. Da gehst du dann auch auf die andere Seite und guckst von da aus rein. Ja. Wir können uns unseren Teil vom Kuchen holen, wenn wir frech in der Hand beißen, die was wegschnappt. Von alleine gibt uns keiner was ab. Also kämpft mit eurem treuen Proski dafür, mehr als Almosen zu bekommen. Recht hat er, genau. Wir haben uns schon viel zu lange viel zu viel gefallen lassen. Halt, zu Proski kann nicht jeder und zu ihr schon gar nicht. Ich habe keine Zeit für das lange Erklären. Lesen Sie das. Brief zeigt. Ein Brief? Ah, das ist Proskis Handschrift. Ganz unverkennbar. Moment mal, hier steht... Okay. Dieses fette, betrügerische Schwein, dem werd ich... Nichts werden Sie, Proski gehört mir. Dass er uns einfach an den Pfandleiher verkauft hat. Ich muss den Kumpels davon erzählen. Geht ihr nur zu Proski und knöpft ihn euch vor. Ja, mach mal. Danke. Wenn ich dir doch sage, Proski, die sind immer näher auf Emme, immer näher auf Pelle gerückt. Du hast geplaudert, Pfandleier. Du weißt, was mit Singvögeln passiert. Noch ist die Geschichte nicht in der Gegend rum. Noch können wir die beiden schnappen und alles. Ja, was können sie? Da sind sie! Was du nicht sagst. Ganz schön mütig von euch, hier so einfach in mein Reich zu platzen. Ihr ehemaliges Reich. Sie haben ausgespielt, Borski. Die Arbeiter wissen jetzt Bescheid. So? Tun Sie nicht so, als hätten Sie noch einen Ass im Ärmel. Wir haben Ihrer Wache den Brief verflixt. Richtig, Täubchen. Der Kerl arbeitet für mich und weiß natürlich längst Bescheid. Wie es aussieht, habt ihr ziemlich schlechte Karten. Die Geschichte bleibt weiter geheim. Ihr versteht, dass ich euch um die Ecke bringen muss. Meine beiden Gorillas freuen sich schon auf euch. Nebenbei, die beiden verstehen ihr Handwerk. Wehrt euch besser nicht. Dann geht's auch ganz schnell. Gorilla erscheint. Okay. Moment, wie viel habe ich an Leben und so? Ja, voll. Ja, dann können wir voll drauf. Und ich hätte mich vielleicht vorher ausrüsten sollen. Verdammt. Was haben wir denn hier? Nee. Angriff, Fähigkeit, Stampfen. Ja, stampfen wir mal. Verfehlt, 1 HP, okay, gegen Stampfen ist er nicht so anfällig. Wenn ich einfach mal draufhiebe. Bam. Da ist er drauf anfällig. K.O., okay. Ich mach mal hier eine Gruppenheilung. Und er, bam. Ja, der halt auch, okay. Bringt nicht viel. Das kannst du vergessen, ich sag dir, das bringt nicht viel. Halt, ja, ist okay, ist okay. Das wird dir nichts bringen. Ich geb dem Partner eine Wundsalbe, ja, ist okay. Meine Güte. Lang sollte er es hoffentlich nicht mehr machen. Aber ich mach's nicht anders. Heilung und drauf. Kommt wieder zu sich. Okay. Heilung und drauf. Wie viele Wundsalben wollen... So behandelt man keine Dame. Nein, nein. Die haben Doppelschlag oder was? Heilung, Gruppenheilung. Okay, Moment. Ich hole mir jetzt einfach mal hier Wundsalben.
So. Bam. Na also. Die Kreatur macht's noch. Eleonore muss ich jetzt allerdings schön heilen. So. Und am besten gleich nochmal. So, und jetzt kann ich mal ein bisschen draufhauen. Jetzt geht hier die Party ab. Na also. Meine Güte. Die haben nur mit ihrer Wundsalbe unnötig verzögert. Verdammt, ihr habt meine Jungs da mit links weggeputzt. Ich sag doch, die sind nicht zu unterschätzen. Dieser Streik wird enden. Jetzt. Ausgeschlachtet. Von einer Frau. Ich glaub's nicht. Du Tölpel! Moriarty, was machen Sie in einem Fisch? Lassen wir das. Haben Sie etwa geglaubt, ich werde tatenlos zusehen, wie Heisen seine Rakete baut? Niemals. Also stecken Sie hinter dem Streik. Zu viel der Ehre, Gnädigste. Die Gier dieser Herren hat das Meister allein besorgt. Ich musste mich nur im Hintergrund halten und den ein oder anderen Faden ziehen. Ja, ja. Doch nun ist mein Auftritt im Rampenlicht erforderlich. Ja, ja. Sie ahnen wahrscheinlich, dass ich nicht umhin komme, Sie zu töten, Teuerste. Moriarty erscheint. Falls Sie meinten, ich hatte es nötig, mich hinter meinen Schergen zu verbergen. Und das reimt sich übrigens. Irren Sie, Teuerste. Dank meiner Apparaturen bin ich ein vollendeter Kämpfer. Aber was rede ich? Sehen Sie selbst. Und ich durfte mich nicht heilen. Das ist ja allerhand. Und ich kann den jetzt auch nicht checken. Ich gebe der Kreatur mal MP. Und jetzt, Wundsalbe an sich selber, so. Elektrischer Schock. So behandelt man keine Dame. 36, okay. Und jetzt, warte mal, hab ich jetzt hier Angriff? Und nun, ach oh Gott, das ist hier gerade alles ein bisschen ungünstig. Die macht nur 9 Schaden, okay. Was ist mit Stampfen? Sie werden ihrer Strafe nicht entgehen, Rüpel. Rüpel! Ich mag zwar gerade die Absicht haben, sie zu töten, aber sprechen Sie mir nicht die Manieren ab. Ist geschockt, ja also. Das ist doch gut. Will ich mal meinen, dann schocke ich den jetzt einfach nochmal. Kritischer Treffer. Verdammt. Medizin, Balsamöl, Riechwasser, Gegengift. Wundsalbe. Überwindet den Schock. Sehr schön. Genauso will ich das haben. Gruppenheilung, Gegengift, eine kleine Technik, die Geisteskraft erhöht, erhöht Geschwindigkeit. Kann ich da auch wählen, wen? Ja. Dann hau rein. Ich will nämlich, dass der immer schön zuerst kommt. Das ist jetzt nämlich mein Plan. Gib ihm MP. Und er gibt sich mal Leben. Oh Gott, nein. Sie sind wahrlich keine Gegner meines Formats. Das glaubst auch nur du. Pass mal auf. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich dich untersuchen, Stück für Stück. Schön ausgewichen, sehr schön, so muss das. Komm, noch eine Gruppenheilung.
Konfus? Wer? Och nee. Professor. Halt, Moriarty! Heißen? Was soll das heißen? Was sind Sie nur für ein übler Schurke? Ich nehme es auch mit Ihnen dreien auf. Falsch gezählt, alter Freund, Feind. Herr von Magwitz, Sie sind wieder gesund? Unüberhörbar. Jetzt wird's voll. Da ist die ganze Feindesschar, also versammelt. Nun gut. Dann erledige ich sie eben auf einen Streich. Moriarty erscheint erneut. So, einschätzen. Hieb. Let's go. Oh, ich wurde geheilt. Ich wurde voll geheilt. Sehr schön. Würde vielleicht auch nicht jedem auffallen, aber... Thunderball? Nein, Feuerball. Fireball, nicht Thunderball. Also, hier haben wir Moriarty. Ein Riesenarsch mit 1000 HP und 150 MP. So, Schusswaffen sollte man nicht gegen ihn richten, weil er hat so einen komischen, kugelsicheren Frack, der olle Pinguin. Elemente, Kälte und Donner wirken gegen den auch nicht so wirklich. Also, gut, dass sie Feuer genutzt haben, im Heißen, ne? Also übrigens, ne? Tritte und Überraschungen, die kann er auch vorhersehen. Das ist, Aber er ist anfällig gegen viele Zustände, da er ohnehin selber immer welche kriegt, Ausnahme K.O. So, dann wissen wir das jetzt. Überraschungsangriff, let's go. Nein, das ist ja gegen Überraschungen, ne? Wohlplatzierter Schlag. Ja, komm. Das ist ja das, was der auch macht. Aha. Feuer. Let's go. Irgendwer ist konfus. Ja, den sollten wir jetzt aber wirklich hinkriegen. Gruppenheilung, so. Leonore darf jetzt einfach Gruppenheilung spammen. Kampf bekommt mir wie eine Badekur. Ja. Könntest du mal sehen, ne? Und ich glaube, ich habe gerade die ganze Zeit einen Fehler gemacht. Eleonore ist konfus. Och nee. Eleonore ist nicht mehr konfus. Perfekt. Weil hatte die nicht hier diesen Zustand beenden, Dingens? Ohnmacht beenden. Verdammt. Gegengift. Halt Vergiftung. Heilung bei allen Gefährten. Nee, verdammt. Hat sie nicht. Benutzt Blitz, okay. Ach je. Ups, das war die falsche Taste. So, oh Mann, und mir fehlt einfach die Musik. Es ist nicht mehr ein Bosskämpfen, wisst ihr? Das ist so schade. Das Spiel ist so gut, aber es könnte so viel besser sein mit Musik. Aber ich glaube, das ist halt Absicht, weil dann eben... Ich werde niemals zulassen, dass sie mich überflügeln heißen. Sie verblendeter Narr, aber jetzt werden sie die Strafe für ihre Untaten empfangen. Moriarty verstummt, so ist das gut. So hab ich das gern. Wieso kann der immer noch schocken? Der ist stumm. Der hat stumm zu sein. Dann schläfern wir ihn halt ein, weil er ständig selber ja welche kriegt, ne? Haben wir ja gelesen. Schläft ein, so. So geht das. Und jetzt einfach drauf. Und zwar mit Feuer.
Moriarty wacht auf. Okay, soll er ruhig. So, und jetzt wieder einschläfern. So, gute Nacht, Tübi. Wacht auf, ist okay. Zack, zack, zack. Wobei, Gruppenheilung brauche ich jetzt gar nicht mit Eleonore. Also greif an. Hören Sie endlich auf, derartig lange Widerstand zu leisten. Das ist ungehörig. Werde ich mir zur Brust nehmen. Zu nehmen wissen. Kerl! Ich muss die Wirkung der Apparaturen erhöhen. Okay. Das heißt jetzt genau was? Muss die Wirkung erhöhen. Und wieder weg mit dir, so. Gruppenheilung brauche ich nicht. Also, ja. Muss die Wirkung erhöhen. Ja, du kannst jetzt erstmal gar nichts machen. Wach ruhig auf, weil du jetzt angreifen würdest, statt aufwachen. Wagen Sie es nicht, mich zu besiegen. Ja, das mache ich aber gerade. Siehst du doch. Schläft ein. Dagegen kann er halt einfach nichts machen. Werde dem Kerl ein für alle Mal benimm ein Bimsen. Wagen Sie es nicht, mich zu besiegen. Macht auf, okay. Ich werde dich sowas von besiegen. Hallo? So, schlaf ruhig ein. Ist okay. Na also, geht doch. Sieg. 250 Erfahrung. Eine Birne? Wieso habt ihr nur eine Birne? Mittlere Heilung gelernt. Sehr schön. Ja, das mache ich auch wieder auf die 12 kommen. Passt schon. Nein! 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 Nehmen Sie sich zusammen, Moriarty. Das Spiel ist aus. Ich habe es. Der Fall ist gelöst. Und kein Holmes ist mir diesmal zuvor gekommen. Der Täter ist... Oh, wie ich sehe, kennen Sie die Antwort bereits. Grämen Sie sich nicht, Inspektor. Sie kommen immer noch rechtzeitig, um einen entsetzlichen Verbrecher mitsamt seinen Spießgesellen hinter Schloss und Riegel zu bringen. Ich habe, glaube ich, gerade so ein bisschen die Stimmen verkackt, kann das sein? Passiert. Sie hochmütiger Narr, Ihr Irrsinnsflug ist ohnehin zum Scheitern verurteilt. Wenn ich Sie schon nicht zu stoppen vermag, werden es die Naturkräfte gewiss richten. Ihr Projektil wird beim Abschuss zerspringen und seine Reste ins Meer stürzen. Die Wette halte ich. Und jetzt führen Sie den Kerl ab, Inspektor. Wir haben eine Reise anzutreten. Ho, ho. Heisens Allreise. Volksfest auf Abschussgelände. Eintritt frei. Sapperlot, es herrscht aber auch ein Gewühl da draußen, dass man sich regelrecht auf die Leere des Weltraums freut. Zum Glück ist es hier am Schachteingang ruhiger. Ja, begreifen Sie denn nicht, Professor? Sie sind in Volkshelden. Alle Welt schaut auf den heutigen Tag. Da haben er und sein Käseblatt auch gehörig die Werbetrommel gerührt. Ja, ja, bürgerliche Possen. Schneidig gesprochen. Schade, dass es kein Pinguin ist. Würde ihn glatt in die Truppe aufnehmen. Der Herr General wünscht Ihnen alles Gute, Magwitz. Und dass Sie dem Militär keine Schande auf Ihrem Ausflug machen, klar? Fräulein Eleonore, bitte geben Sie auf sich Acht. Ich kenne Ihren Wagemut und weiß daher, dass... Ich werde nur dann unnötige Risiken eingehen, wenn es der Auflage dient. Haha, wir verstehen uns. Also gut, es wird Zeit. Fahren wir in den Schacht ein. Dann werden wir uns das Spektakel von der Anhöhe aus ansehen. Leben Sie auf Wiedersehen. Ihre guten Wünsche werden uns zusätzlich beflügeln.
In wenigen Augenblicken bringt uns der Zufahrtsschacht zum Projektil. Cool gemacht. Sagen Sie einmal, Leutnant, sind Sie denn gar nicht neugierig, wie die Technik eigentlich funktioniert? Ich muss gestehen, ich erkläre es auch zu gerne. Hoho. Ja, bin ganz ohr. Prächtig, dann passen Sie einmal auf. Und keine Sorge, ich werde es leutnantskonform erläutern. Also, ja. Hihi. Um den Sternenraum zu erreichen, muss die Anziehungskraft unseres Planeten überwunden werden. Er ist ein sehr anhänglicher Geselle, wie es scheint. Und das gelingt nur mit einem mächtigen Rums. Gefällt. Hätte genauso gut, genauso überlegt. Hehe, ja. Also bedürfen wir einer Kanone, die unserem Gefährt die nötige Anfangsgeschwindigkeit verleiht. Fragen Sie unseren Professor einmal, wie hoch das anfängliche Reisetempo sein muss. Na? Halten Sie sich fest, Leutnant. 12.000 Meter pro Sekunde. Sie scheinen nicht sonderlich beeindruckt zu sein, mein lieber Leutnant. Ich bin noch nie vor scharfem Ausritt zurückgeschreckt. Angeber. So, so. Aha. Ja, wo war ich? Ah, genau. Für unsere Zwecke benötigen wir demnach eine Kanone riesenhaften Zuschnitts. Und die Folge wird zu einer Überlänge. Sie wird wahrscheinlich alles andere weit übertreffen und 68.000 Tonnen wiegen. Potzblitz. Bin spürbar beeindruckt. Ich wusste doch, dass sie spätestens bei der Kanone hellhörig würden. Ja, ja. Und damit sie nicht durch ihr Eigengewicht oder den Rückstoß zerbricht, wird sie im Boden versenkt. In etwa so. Hier sehen Sie es auf meiner Skizze. Ja, ja, die Kanone ist eher eine Art unerhöhter Schacht. Und ganz unten wartet das Projektil. Da. Es wartet nur darauf, dass sie sich unter seinem Boden die Schießbaumwolle entzündet. 40.000 Pfund. Das entspricht einem Antriebsdruck von 6 Millionen Liter Gas. Stürzen Sie mir nicht aus der Lore. Zumindest nicht, bevor Sie gehört haben, wohin die Reise geht. Doch nicht etwa bis hinauf zum Mond, Sie Größenwahnsinniger. Kleingeist, zum Mars zieht es mich. Wir werden Kontakt mit dem dort siedelnden Sternvolk aufnehmen. Ist das nicht aufregend? Mars, sicher so lecker wie Snickers. Alles aussteigen. Wir sind auf der Basis des Schachts angelangt. Hier ist es, das Werk unzähliger Gedanken und Arbeitsstunden. Kommt, Freunde. Die Kohle ist so gut wie eingeladen. Sie haben jetzt eine ordentliche Menge Energie an Bord, Herr Professor. Vielen Dank, mein Lieber. Und was machen die letzten Detailarbeiten? Dass mir dabei nicht gepfuscht wird, ja, ja. Habe ich hier Pfusch gehört? Nein, so, ich höre ja wohl nicht richtig. Pfusch gibt's bei mir nicht. Herr Professor müssten mich inzwischen besser kennen. Ach, das weiß ich doch, Wilhelm. Doch muss ich gestehen, ein wenig nervös zu sein, ob alles klappt. Nanu, solche Worte? Von Ihnen? Ach, Sie sind zu Recht erstaunt, Gnädigste. Früher war ich nicht in so ein alter Zauderling. Ja, ja. Also hinfort mit den Bedenken. Der Fortschritt ruft. Erkenne den alten Professor wieder. Ganz genau wie ein Kavallerist. Ja, ja. Dann auf ins Wagnis, meine lieben Freunde. Viel Erfolg, alles Gute, auf glückliche Heimkehr und jetzt nichts wie weg. Hier kracht es gleich ganz fürchterlich. Uah. Die rennen ja gar nicht weg. Besteigen wir das Gefährt, das für die nächste Zeit unsere Heimstatt sein wird. Ja, ja. Ich hoffe, Sie finden die Innereien richtig. Inneneinrichtung angenehmbar. So, jetzt habe ich es aber. Seien Sie so freundlich und öffnen uns den Weg in den inneren Schacht, Leutnant. Treten wir ein. Respekt, das Ding macht ja der größten Haubitze Angst. Ich dachte mir, dass es Ihnen gefällt. Okay. Aus dem Loch da knallt's also gleich heraus, wie? Hab leider vergessen, worum es hier geht. Aber dennoch große Sache, das. Fast so viel Volk hier wie damals bei der Schlacht von... Trefflich bemerkt, Herr General. Aber jetzt ergötzen wir uns am Schauspiel. In wenigen Augenblicken erleben wir die geballte Macht des Fortschritts. Fortschritt? Kanonengeknalle gibt's schon länger.
Wann geht's denn endlich eigentlich los, ne? Warten Sie. Aha, nach meiner Taschenuhr startet das Projektil genau in 10 Sekunden. 9. Ah, da haben wir sogar eine. Cool, da muss ich ja gar nicht zählen. Cool gemacht. So kann man natürlich den Timer auch aufpeppen. Den Epic Maker Timer. Boah, Blitz knallt ja ordentlich. Haben wir den Mond erwischt, Schleicher? Sie fliegen tatsächlich... Nein, was für eine verrückte Idee. Verrückt? Oh, mein Herr Schleicher, hier wird ein Traum wahr. Sag mal, Schleicher, was machen die ganzen Leute in meinem Büro? Ich erkläre es Ihnen nachher, Herr General. So, na, von mir aus. Was macht, wenn das doch nur der Magwitz sehen könnte? Wo steckt er eigentlich? Kann es sein, dass ich hier gerade tatsächlich den letzten Part habe? Ja, dann ist das mit der Überlänge ja vollkommen legitim, würde ich sagen. Glaube, hier pfifft gerade ein Nied vorbei. Festhalten, der holprige Teil fängt gerade erst an. Ich höre Metall reißen. Jetzt schon. Und ich hatte gehofft, wir schaffen es wenigstens bis in die Ionensphäre. Sehen Sie. Ist ja ungeheuerlich, kommt direkt auf uns zu. Grundgültiger, ich hatte also doch recht. Alles klar? Ja gut, das ist schon beeindruckend. Also ich muss schon sagen, boah, Blitz. Das ist Wahnsinn. Ja, doch, anders kann man es nicht sagen. Könntest du dann mal langsam... Wir haben verstanden, dass das Ding riesig ist. Könntest du dann mal langsam weitergehen? Und mit Zahnrädern, okay. Aber könntest du dann bitte langsam mal jetzt hier Ende, bitte? Ja, danke. Dann geht's jetzt sicherlich gleich weiter. Ja, komm. Ich fürchte, es ist höchste Zeit, dass ich Ihnen von einer äußerst bedeutsamen Entdeckung erzähle. Dann werden Sie auch den eigentlichen Grund dieser Reise verstehen. Auf zum Entern! Was? Gefährt war unanständig groß. Eine gewaltige Demonstration der Macht. Verschließen wir das. Der beunruhigende Anblick währt nun lange genug. Ungeheuerliche Erscheinung. Herr Professor, es scheint, dieses Erlebnis trifft Sie nicht ganz unerwartet. Gestatten Sie, dass ich mich einen Augenblick sammle. Die Starterschütterung steckt mir noch im Gebein. Ich hatte gehofft, dass wir uns erst einmal an unser neues fliegendes Zuhause gewöhnen könnten. Aber so wie die Dinge liegen, ist Tatkraft die Parole der Stunde. Also dann hören Sie die erstaunliche Geschichte meiner Expedition. Sie lüften das Geheimnis? Endlich! Ich weiß, dass ich Ihnen voll und ganz vertrauen kann, liebe Freunde. Also, es war einmal... Licht an! Aber nein, Leutnant, lieber Leutnant, das ist nun ein dramatischer Effekt. Nur ein dramatischer Effekt. Bitte ein paar Dauer weitermachen. Danke. Also, wie Sie sich erinnern mögen, entdeckte ich auf meiner Expedition eine Statue. Groß, uralt. Natürlich ging ich, nein, ich überstand Rätsel und Fallen. Doch dann... Dann entdeckte ich die Kammer. Und eine uralte Falle entdeckte mich... Doch plötzlich, allmächtiger, auf was für eine intensive Begrüßung. Gottlob scheint der Mechanismus recht angejahrt zu sein. Ganz im Gegensatz zu meiner Neugier, die brennt heller denn je zuvor. Ich kann mich bewegen. Gut, dann kann ich jetzt auch endlich mal den Part beenden. Also doch nicht der letzte Part. Wahnsinn, es geht noch ordentlich weiter. Gut, dann bin ich ja mal gespannt, was sonst noch so auf uns zukommen wird. Und ich hoffe, ihr auch. Denn für diesen Part war es das erstmal. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem, ja, doch etwas längeren Part. Und würde mich über einen Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen. Und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play, die Reise ins All. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.